Es ist eine ungefähr zehnjährige Geschichte. Die Nation, also der Bund, die Regierung letztendlich, die haben eine Strategie eHealth Schweiz verabschiedet, zusammen mit Experten und Expertinnen, maßgeblich auch unter Beteiligung der Industrie. Daraus resultierte schlussendlich eine Gesetzesvorlage des Bundesrates zuhanden des Parlaments. Und das war ein typisch schweizerischer Kompromiss. Wusste nämlich, in der Schweiz muss man eine föderale Gesetzgebung vorlegen. Das heißt, es müssen wesentliche Kompetenzen bei den Kantonen liegen, weil auch die Gesundheitsversorgung in der Verantwortung der Kantone liegt. Und es braucht die doppelte Freiwilligkeit, damit das Gesetz überhaupt je mehrheitsfähig wird. Die doppelte Freiwilligkeit hieß, dass es eine Opt-in Gesetzgebung sein würde, also dass Patienten und Patientinnen oder Schweizer und Schweizerinnen, Bewohner und Bewohnerinnen sich eben aktiv entscheiden für ein elektronisches Patientendossier und dass es auch freiwillig ist für die ambulant tätige Ärzteschaft. So ist diese etwas langatmige Entstehungsgeschichte des elektronischen Schweizer Patientendossiers. Es ist eigentlich sogar zugeschnitten auf den Patienten, indem der Patient, der sich am Dossier beteiligt, ein Anrecht darauf hat, dass vorhandene behandlungsrelevante Krankenakten in diesem Dossier zugänglich gemacht werden. Das heißt, es ist eine Sekundärarchivierung von Dokumenten. Der Patient, die Patientin bestimmt, wem diese Dokumente zugänglich sind, ob sie überhaupt zugänglich sind, und er kann seine Zustimmung jederzeit widerrufen. Und er hat auch die Hoheit über das Dossier. Das heißt eben, er kann das Dossier auch wieder beenden. Dann müssen seine Daten gelöscht werden. Was bedeutet das, wenn er oder sie, der Patient, die Patientin eben auf dem Dossier Daten hat und er braucht eine Behandlung an einem neuen Ort oder bei einem neuen Dienstleister, dann kann er diese Daten diesem Dienstleister zur Verfügung stellen, er muss es aber nicht. Also für den Patienten ist es klar ein Vorteil im Vergleich zum heutigen Status, in dem er aktuell immer seine Daten anfordern muss, manchmal etwas lange darauf warten muss und sie dann aber nicht elektronisch in der Regel zur Verfügung gestellt bekommt, sondern in der Regel hat er dann ein Papierdossier in den Händen, das er selbst aufbewahren muss. Jetzt hat er eine Plattform, auf der eine digitale Plattform, er hat Zugang dazu und er hat sogar ein Anrecht darauf, dass behandlungsrelevante Daten für ihn dort gespeichert werden. Ja, das wissen wir noch nicht. Also einerseits ist es verpflichtend für Ärzte und Ärztinnen, die an Institutionen arbeiten, also für Spitäler, für Geburtshäuser, für Pflegeinstitutionen wird es verpflichtend, dass sie dem Patienten ein elektronisches Dossier zur Verfügung stellen. Grundsätzlich wird das Dossier bei den Ärzten und Ärztinnen beworben damit, dass eben auch dem Dienstleister diese Informationen zur Verfügung stehen. Dazu muss der Patient ihn aber berechtigen. Und wir wissen heute nicht, ob diese neue Art der ungerichteten Kommunikation, ob die für die Ärzte und Ärztinnen ein Vorteil sein wird, weil heute kommunizieren wir B2B, also direktiv. Ich überweise an einen Kollegen oder ein Kollege oder ein Spital überweist an mich. Und das Dossier stellt eine ungerichtete Kommunikation im Sinne einer Sekundärablage dar. Das heißt, für die Ärzte und Ärztinnen wissen wir noch nicht, ob das nicht sogar einen Nachteil darstellt. Es ist möglich, dass die Zugriffsberechtigungen nicht vorhanden sind an dem Ort, an dem der Patient sich dann befindet.
Es ist auch nicht geregelt, wie diese Archivierung auf dem Dossier dann verbunden wird mit der Primärdokumentation in der Arztpraxis beispielsweise. Also das bedeutet, solange dieses System nicht interoperabel ist, dass es zu vielen Doppeleingaben und mehr größerer Administrativlast kommt. Und ebenso wenig ist die Betriebsfinanzierung geregelt. Nicht einmal die Anschubfinanzierung ist vollständig geregelt. Und das setzt bereits jetzt große Probleme in der Umsetzung, aber die Betriebsfinanzierung ist überhaupt nicht geregelt. Weder wer die bezahlt, noch in welcher Form, noch was sie schlussendlich kosten wird. Es ist kein Businessmodell, das heißt, diejenigen Betreiber, die sich schlussendlich zertifizieren lassen, um ein elektronisches Patientendossier anbieten zu können, die brauchen zusätzliche Dienstleistungen im Sinne eines Businessmodells. Und das ist bis jetzt ein bisschen eine Blackbox. Wir kennen die noch gar nicht. Mit diesen Businessmodellen werden B2B-Dienstleistungen angeboten. Also hier könnte es sein, dass uns in den Praxen in Zukunft eine bessere Primärsoftware zur Verfügung steht, dass wir Entscheidungshilfen bekommen, in Entscheidungen, ärztlichen Entscheidungen auch digital unterstützt werden. Aber das wissen wir alles noch nicht. Datenschutz und Datensicherheit müssen sicher hohen Anforderungen genügen und das Vertrauen darf in diesem Sinne auch nicht missbraucht werden. Die Zertifizierungsanforderungen für die Datensicherheit und auch die Vorgaben bezüglich Datenschutz sind hoch im Zusammenhang mit dem elektronischen Patientendossier. Auf dieser Seite sollte das Vertrauen eigentlich gewährleistet sein, sofern eben keine gravierenden Lücken bestehen und bei uns bestehen diese Lücken eigentlich im Moment im Bereich der Infrastruktur der Praxen und der Spitäler. Es ist immer noch zu leicht, zu den Daten zu kommen. Und hier reicht natürlich eine Zertifizierung nicht, sondern hier müssen die Vorgaben auch kontrolliert werden. Es muss für den Bürger und die Bürgerin wirklich sicher sein, dass diese Vorgaben auch umgesetzt werden. Und das ist natürlich auch nicht gratis zu haben. Ganz grundsätzlich leistet es der Digitalisierung Vorschub und das verändert unsere Kommunikationskultur sowohl in der Kommunikation zwischen Ärzten und Ärztinnen, also auch zwischen Patientin und Arzt. Also Dr. Google ist das Schlagwort dazu. Also heute lesen Patienten oder Patientinnen ihren Bericht, der dann zum Beispiel auf dem elektronischen Patientendossier abgelegt ist. Und nachher gehen sie ins Internet und schauen, was sie für Informationen dazu finden. Und das heißt, wir müssen die Menschen befähigen, um mit diesen Informationen auch umgehen zu können. Diese Entwicklung ist eigentlich schon im Gang, aber wird sich noch akzentuieren. Auch die Kommunikation zwischen den Gesundheitsfachpersonen verändert sich natürlich dadurch, dass der Patient beispielsweise bestimmt, wer Zugang hat. Und Zugang haben Gesundheitsfachpersonen unterschiedlicher Fachrichtungen, also der Patient kann auch seinen Apotheker beispielsweise für den Zugriff berechtigen oder seine Pflegefachfrau zu Hause. Also das heißt, es wird auch die interprofessionelle Kommunikation wird sich dadurch verändert und ich glaube, dass ganz grundsätzlich die Kultur, dass eine Kulturfrage ist, dass sich die Kultur der Kommunikation verändern wird und das braucht dazu natürlich die Bereitschaft der Menschen, sich auch auf diese Veränderung einzustellen.
Also was ich mir sicher wünschen würde, dass die von Seiten der Politik nicht so überhöhte Erwartungen an uns gestellt werden. Also da wird eigentlich nur über Kosteneffizienz und Qualitätssteigerung gesprochen. Und die Qualitätssteigerung und die Kostenkontrolle ist sicher ein gemeinsames Bedürfnis, aber es bleibt auch dabei, dass die Digitalisierung eben ein Instrument auf diesem Weg darstellt, ein zeitgemäßes Instrument, aber dass es nicht einfach eine Fee ist, die Wünsche erfüllt. Und das Zweite ist, ich möchte das elektronische Patientendossier nicht überladen. Die technische Interoperabilität zwischen den einzelnen Betreibern, dezentralen Betreibern des Gesundheitsdossiers, die ist sichergestellt. Die Standards sind auch sichergestellt. Dafür ist das Gesetz eine Garantie. Aber jetzt sollte man sich darauf konzentrieren, diese Art der Kommunikation quasi umzusetzen mit wenigen Daten und nicht einfach das elektronische Patientendossier mit PDF-Dokumenten füllen im Sinne einer schlecht gewarteten Bibliothek. Wenn man sich nur auf das Patientendossier konzentriert, dann hat die Politik ja vorgegeben, es sollen darin behandlungsrelevante Dokumente aufbewahrt werden. Ich spreche jetzt von Dokumenten, weil eben viele Berichte in Form von PDFs initial abgelegt sein werden auf diesem elektronischen Patientendossier. Das nutzt uns natürlich nicht so viel im Bereich der Datenverarbeitung und es braucht sehr gute Suchfunktionen, um sich dann auch entsprechend orientieren zu können in diesem Dossier. Sonst wird das zu einer schlecht bedienbaren Bibliothek und das würde das Scheitern des elektronischen Patientendossiers bedeuten. Wir möchten eigentlich eine gute Interoperabilität mit der Primärsoftware, das heißt mit der elektronischen Krankengeschichte und wir möchten strukturierte Informationen, damit wir Daten auch austauschen können und damit wir sie eben auch im Sinne einer Unterstützung der ärztlichen Entscheidungsprozesse nutzen könnten.